Herzlich willkommen, liebe Rasenfreaks. Es ist heute ein bisschen trübe beim Rasenfreak. Nee, das Wetter ist nur trübe. Die Stimmung ist gut. Der Rasen wächst erstaunlicherweise immer noch. Mein Dünger haut jetzt wirklich voll zu. Das ist echt unglaublich. Es ist einfach krass. Ich habe gestern gemäht. Ich habe gestern auf 25 gemäht. Mit dem neuen Sabo. Ich habe das Gefühl, es ist überhaupt nicht gemäht. Brutal, wie der Rasen jetzt wächst. Die kleinen Hutpilze wachsen auch. Übrigens, die Hutpilze sind völlig harmlos. Ja, das sieht doch nicht so schön aus, wenn diese Hutpilze im Rasen sind, aber das macht überhaupt nichts. Die tun nichts, die machen den Rasen nicht kaputt. Mäht man einmal drüber, sind sie wieder weg. Dann kommen sie hier wieder die Hutpilze. Alles kein Problem, mich stören die nicht. Kann man auch weghaken. Und Hauptsache, es sind keine Hexenringe. Hexenringe ist was ganz Fieses. Das macht den Rasen wirklich kaputt. Aber so ein Hutpilz, so ein kleiner süßer Hutpilz, macht gar nichts. Ja, wir gehen in die Werkstatt, weil, habe ich ja in meinem letzten Video erzählt, ich habe für meinen E-Flex noch mal ein bisschen eingekauft. Wow! Ah, der Duft der Werkstatt. Yeah! Ja! Der Duft der Werkstatt. Am Rasenfreak in der Werkstatt sieht das aus. Wie heißt das? Was haben wir früher so gesagt? Ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf den Schlips, wie bei Hempels unterm Sofa. Alles Chaos. So, dann schmeißen wir den Karton jetzt mal hier weg. Wir machen jetzt E-Flex. Die Firma Feeling ist hier der größte Toro-Händler im Kreis Hannover. Hannover-Braunschweig. Und der versorgt mich immer super schnell mit Ersatzteilen für meine Toro-Maschine. So, das hier, oh, und das, yeah. Es ging nicht anders. Yeah! Ups! Ein nagelneuer Fangkorb. So, lieber Rasenfreak, ich musste jetzt den ganzen Griff umbauen. Das ist echt der Hammer. Das hat sich komplett verändert. Das ist viel robuster geworden, hier mit so einer fetten Rolle. Das war so ein dünnes Blechteil. Das haben sie richtig gut verändert. Viel solider, auch dieses Ding scheint immer verbogen zu sein, ja, bei mir auch. Den Griff habe ich ja eingebaut, den müssten wir jetzt mal neu lackieren. Aber das sieht geil aus, jetzt. Jetzt bauen wir auf den Mäher drauf. Aha. Hey. Sitzt ja richtig breiter dran. Wow. Mann, jetzt sieht das Ding aus wie neu. Diese breiten Rollen, die liegen hier drauf. Stützt sich da. Ja. Herrlich. Ich meine, meine Frau hat recht. Das ist nicht notwendig. Aber ich meine, es ist ein Hobby. Es ist ein Spielzeug. Und ich mag es halt unheimlich, meine Sachen auch zu pflegen und zu erhalten. Ich finde es immer toll, wenn das alles so wie neu aussieht. Manchmal pflege ich mehr, als dass ich es benutze. Und das Ding war so verwarzt. Ich meine, das ist teuer, ne? Alles teuer, diese Maschine. Das soll mir bitte keiner nachmachen. Das ist wirklich völlig verrückt. Deswegen bin ich auch der Rasenfreak, weil ich ein Stück weit auch verrückt bin. Und bei solchen Sachen auch total übertreibe. Ja, aber da ist noch ein bisschen Rasenschnitt drin. Sieht auch cool aus. Dann macht das Mähen noch mal Spaß. So, nach der kleinen Pause geht es jetzt weiter. Und geht. Das schaut auch so witzig. Es
ist kein Rasierschaum, das ist Handschutzcreme. Und jetzt habe ich noch ein zweites Teil gekauft für den E-Flex, was noch viel wichtiger war. Nämlich meine Frontrolle hat mir nicht gefallen. Jetzt zeige ich nochmal die Originalfrontrolle, die drauf ist, und die Frontrolle, die ich jetzt gerade montiert habe. Und dann gucken wir uns die hoffentlich richtige Frontrolle an. Das ist die Original-Frontrolle. Die ist auch schon gerillt. Die hat also auch schon Rillen. Das ist aber eine Frontrolle, wie ich mich jetzt schlau gelesen habe, für Golfplatzgrüns und nicht für höheres Gras von Vorgrüns oder Abschlägen. Und die hat mir auch nicht so gut gefallen. Die hat das Gras noch relativ stark runtergedrückt vorne. Und deswegen habe ich diese Rolle von meinem Greensmaster montiert. Die ist nun komplett anders. Die ist nun ganz breit. Die hat so ganz breite Rillen und nur ganz kurze, so kleine, ja, kurze Stege. Und hier diese breiten Außenbereiche. Diese Rolle macht sehr, sehr starke Striche auf meinem Rasen. Kann ich da heute nicht zeigen, weil es wie blöd regnet. Und das hat mir auch nicht gut gefallen. Das war jetzt vom Mähbild etwas besser. Aber durch diese breiten Außenbereiche ist immer so ein ganz deutliches Streifenbild außen sichtbar gewesen. Fand ich auch nicht so doll. Und das hier ist jetzt die neue Rolle. Ich bin echt gespannt, ey. Und ich verrate euch nicht, was dieser Krempel so kostet. Ich verrate es nicht. Nein, ich mach's nicht. Es ist gruselig. Es ist gruselig. Im Profibereich darf man nicht über Preise reden. Das ist doch genau die gleiche. Ach du Scheiße. Nein! Das ist doch die gleiche. Oh, ich schicke mal zurück. Das ist doch die gleiche Rolle. Guck an. Ja, sie ist ein bisschen... Das ist aber kein Unterschied. Dies ist jetzt nicht notwendig gewesen. Na gut, sie ist hier ein bisschen abgerundeter. Das ist natürlich einfach vom... Die ist schon total verschlissen. Aber so... Oh nee! So, ich habe mich jetzt entschieden. Die muss ich eh wieder auf meinen Greensmaster drauf tun. Sonst kann ich mit dem nicht mähen. Das heißt, wenn ich so eine Rolle haben will, muss ich die sowieso nehmen. Ich kann ja nicht hier ständig umbauen. Und jetzt testen wir die mal. Dann stellen wir ja nochmal eine neue Höhe ein. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen höher. Ich gehe jetzt auf... Ja, nicht so hoch, wie es geht. Ich will... Ja, 18 vielleicht. 18. Nochmal sauber machen. So. Ja. So, jetzt können wir noch mal die Höhe einstellen. So. Sehr schön. Bitte. Ja, es ist natürlich traumhaft. Gut, haben wir jetzt auf 16 mm hochgestellt. Genau, 16 mm
bis Unterkante Kopf, weil diese Unterkante des Schraubenkopfes, die liegt auf dem Untermesser auf. 16 mm, mehr geht nicht. Okay. Cool. Jetzt gucken wir kurz raus. Wir haben heute Sonntag, den 14. Juni, und es ist nur am Regnen. Und ich würde ja jetzt gerne mal hier eine Spur längs ziehen, obwohl ich eigentlich ja morgen mit dem Swordman, ich muss mal unter das Dach der Kamera, obwohl ich ja eigentlich morgen mit dem Swordman erstmal mähen will auf 20. Und dann kommt der E-Flex auf 16, genau. Ja, liebe Rasenfüchs, das war's dann für heute. Am Sonntag kommt dann wieder das Mähen mit Swordman und E-Flex. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Macht die Glocke an, dann habt ihr mal gleich meine aktuellen Videos. Euer Rasenfreak freut sich auf euch im nächsten Video. Ciao.